es dann eben jede angebrochene Sekunde ist dann schon ein Zeitstrafpunkt. Schnell sind 4 Sekunden rum und dann hätte man dann auch eben diese 4. Soweit wollen wir gar nicht spekulieren. Jetzt warten wir erst einmal auf das Ergebnis von Dani Gostam-Wortmann. Hält sich sehr, sehr stark in Bahn. Damit so ein bisschen die Gefahr, dass sie da vielleicht an diesen Fangständer hätte kommen können. Nicht passiert. Platz 11. 11 Sekunden, Entschuldigung, in der ersten Zwischenzeit. Hält sich ein bisschen weiter raus. Kriegt einen sehr, sehr schönen Rhythmus hinein in diese zweifache Kombination. Das muss sie jetzt einfach nur so, wie sie das jetzt angesetzt hat, beibehalten. So, diese Wendung sehr, sehr schnell. Jetzt kann man noch mal ein bisschen das Tempo forcieren. Dieser letzte, der ist relativ unproblematisch. 39 Sekunden. Dani Gostam-Wortmann schiebt sich mit dieser strategisch perfekten, sehr, sehr gut gerittenen Runde auf Platz Nummer 1. Ohne jetzt aber zu sagen, dass das unmöglich ist für Ludger Beerbaum, jetzt gegebenenfalls nicht vielleicht doch zu toppen. So, in dieser Situation 1, 2, 3, da kann man nicht ganz so viel verändern. Das ist alles eigentlich schon so ein bisschen vorgegeben. Die ersten 8 relativ schnell den Weg finden auf den dann folgenden Ochser. Aber dann die Situation eben hin zu der Kombination und danach auch der Weg hin zu diesem DKB-Ochser. Da muss er einfach nur ein bisschen schneller sein als der Fuchs, als Lizzie Marie. Und dann hätte er's. Ganz einfach. Ja. Theoretisch. Ja. Kleinen Vorsprung hat er auch noch. Die Berliner Fans, die stehen hinter ihm. Gerade schon gehört. Antrittsapplaus, den er hier bekommt, der richtig ermunternd ist. So, Dani jetzt auf dem Weg hier nach oben wieder in die abbreite Hand. Ich bin mal gespannt, ob sie das durchzieht oder ob sie jetzt gleich dort unten einfach mal kurz umdreht und Ludger jetzt zuschaut. Ja, das angesprochen, cool feeling. Hier bei dieser Runde absolut top. Letzte Woche in Aachen. Ebenso. Schlüsselstelle, absolute Schlüsselstelle. Keiner bisher schneller rum gewesen als Ludger Beerbaum. Und dem gelingt es mit dieser kurzen Wendung sogar dann jetzt hinein. Wenn er jetzt noch einmal ähnliche Wendung schafft hin zu diesem DKB-Ochser und jetzt kann er fast so ein bisschen ruhig bleiben. Gefühlt ist er diesen kleinen Hauch vor, Dani. Und jetzt muss er das Ding ganz sauber nur nach Hause schaukeln. Der Scooter auf der Anzeigentafel steht 39,81 Sekunden die Runde von Ludger Beerbaum und cool feeling, es reicht am Ende nicht ganz. Jetzt können wir spekulieren, woran lag es, wo hat er ein bisschen dann verloren, wo war Lizzie Marie ein bisschen schneller. Ich muss ehrlich sagen, der Weg in die zweifache Kombination, das war spitze. Das war meines Erachtens nach auch besser als bei eben Lizzie Marie und auch danach die Situation beileibe ähnlich gut. Und deshalb ist es auch nur der Hauch, den die beiden jetzt hier trennt. Mit einer fantastischen Runde von Ludger Beerbaum und cool feeling kommt er auf einen fantastischen zweiten Platz. Wir gratulieren aber im Besonderen Dani Gostam-Wortmann über den Sieg hier in Berlin. Da sehen wir sie jetzt hier nochmal auf diesem dann etwas langsameren, verlangsamten Weg, nämlich dann nachher hier
in die Abreiterhalle und Abreitesituation und wird sich jetzt nochmal ganz besonders freuen. Der sieht es, da steht es. Dani auf Platz 1, Ludger Beerbaum kommt auf Platz 2, ganz, ganz knapp dahinter, 0,3 lediglich langsamer. Christian Ahlmann lieferte die schnellste Zeit. Aber leider hat er einen kann also diesen phänomenalen Erfolg von Paris zwar nicht wiederholen, aber trotzdem kommt erneut mit seinem Take a Chance on Me wieder aufs Treppchen hier in der Global Champions Tour. So, Dankeschön. Jetzt haben wir nochmal den Vergleich. So, und da ist Ludger Beerbaum vorne, ähnlich wie wir es gedacht haben. Da lässt er, da ist es ein bisschen nach. Und schau mal, ja, jetzt sind sie ungefähr gleich auf. Schlüsselstelle, da hatten wir das Gefühl, dass Ludger schneller am Sprung ist. Und das zeigt es, er ist schneller sogar auch hinten raus. Dann dieser kleine Buckler, mag der es gewesen sein? Hat der diese Zeit gekostet? Nein, auch jetzt ist Ludger immer noch vorne dran. Und da habe ich im schändlichsterweise einmal gesagt, jetzt kann er es langsam gehen lassen hin zum Letzten. Und da sind sie gleich auf im Ziel. Wirklich ist es nicht nur die Nasenspitze, es ist, Dani hatte vielleicht eine Federlänge am Ende nachher dann doch noch dann vorne und holt sich den Sieg. Unglaublich spannend. Bravouröser Sport, der uns absolut begeistert hat, meine Damen und Herren. Longines Global Champions Tour auf Berlin. Der große Preis, er geht nach Israel. Und auch jetzt hier nochmal Peter de Vos liegt weiterhin in Führung. Daniel Deuser auch auf 2, der hat sich nicht ganz so viel getan. Klar, Ludger Beerbaum wird sich ein bisschen weiter nach vorne geschoben haben. Und Christian Ahlmann im Übrigen auch, der hat jetzt natürlich auch mit seinem weiteren dritten Platz hier nochmal auch weiter hat punkten können. So, während Sie noch ein bisschen auch den Blick weiterhin auf die Statistik führen können, darf ich Ihnen ganz kurz sagen, weiter geht es, indem Sie ganz kurz einmal auf Ihr Bankkonto schauen, meine Damen und Herren, und dort einen extremen monetären Überschuss erkennen und ich Ihnen deshalb kurz empfehlen kann, die Global Jumping Foals. Die kommen jetzt nämlich, da dürfen Sie fleißig mitbieten, nämlich die Akteure der Westfalen-Holsteiner und des, der süddeutschen Verbände freuen sich, wenn sie das Ganze über